Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Wolf und Würfelig. Und ich befinde mich jetzt auf einem Server und in der 1.8. Deswegen habe ich jetzt auch keinen Shader mehr. Und der Server ist jetzt aber noch nicht der für später, sondern erstmal nur so ein lokaler, den mir ein Freund zugesendet hat. Und ja, genau, aber jetzt können wir mit Voxel-Sniper arbeiten und für all diejenigen, die das noch nicht kennen, kann ich das ja einmal kurz zeigen. Also ich mache jetzt kein Tutorial dabei, einfach mal so kurz. Als erstes gibt man irgendwie so das Material ein, was man da haben möchte, und bei mir ist es jetzt weißer Clay und dann muss ich einmal gucken, was die ID ist, weil ich kann mir die nie merken. Es gibt ja so Menschen, die können die alle auswendig. 159, das heißt, ihr macht slash V und dann 159. Und dann die Größe, und dann nehmen wir jetzt eine kleine. Und dann noch das Tool, was man benutzen möchte. Und in dem Fall möchte ich jetzt, dass es eben runder wird und auch größer. Und deswegen mache ich slash B, B, B. Das ist ganz gut, um es einfach rund zu machen. Ihr werdet das gleich sehen. Und jetzt brauche ich einen Gunpowder und einen Pfeil. Jetzt hier. Mit dem Pfeil mache ich es kleiner und mit dem Gunpowder quasi größer. Ihr werdet jetzt sehen, was das bedeutet. So, seht ihr, das heißt, mit dem Gunpowder wird es jetzt erstmal voluminöser. Ja, das heißt, ich kann mit dem Gunpowder jetzt so ein bisschen die Größe herausarbeiten, die dieser Arm braucht. Denn das wird ja hier schon eine kräftige Persönlichkeit, die braucht so ein bisschen Muskeln. Wie geht das? So, und dann kann ich mit dem anderen das quasi wieder runder machen und wieder kleiner. Seht ihr, das heißt, das wird jetzt hier wieder so... Ja, so kann ich mich dann immer weiter der späteren Form annähern, gewissermaßen, ja, also dann immer so schichtweise kann man dann das hier optimieren, so, hier auch, so ein bisschen, immer Stückchen für Stückchen, ja, so. Und jetzt muss man mal gucken einfach, wie groß das werden muss, diese Muskeln, damit das mit der Hand übereinstimmt. Ich bin jetzt auch kein Mensch, der auf Anhieb irgendwie die Proportionen richtig einschätzen kann. Deswegen ist bei mir, bei mir sind solche Sachen immer ganz viel mit ausprobieren. Und genau, das mache ich jetzt im Prinzip. Ja, und es gibt etwas, was ich ansprechen wollte, und zwar etwas, was ich ziemlich krass finde. Und zwar ist es einfach irgendwie momentan die Resonanz. Die ist so, wie ich sie bislang noch nicht gekannt habe. Es ist immer so, ich lade ein Video hoch und dann sind es am Anfang ganz, ganz wenig Klicks. Irgendwie nur so 20 oder so. Und dann vom einen Moment auf den anderen Moment sind es auf einmal 200 Klicks oder 150 oder 100, aber irgendwie immer sowas viel Größeres, als ich jetzt erwarten würde. Am Anfang viel weniger, als ich erwarten würde, und dann plötzlich viel mehr, als ich erwarten würde. Und meistens sind dann auch auf einmal plötzlich Dislikes da. Also jetzt beim letzten Video waren 13 Dislikes da. Und dann auch noch einen Kommentar von einem Microsoft-Minecrafter. Der hat aber nichts mit Mojang Minecrafter zu tun. Ich hatte da schon Mojang kontaktiert. Also ich weiß nicht, entweder trollt mich da jemand oder ich habe es noch nicht ganz den Witz verstanden. Aber ja, also dieser Microsoft Minecrafter, das ist wohl nicht der ehemalige oder vielleicht immer noch vorhandene Admin von Heavy War. Ich weiß es gerade nicht. Naja, also relativ krasse Sache. Auch bei Twitter war es krass. Da folgen mir jetzt auch Leute, wo ich dann fast schon stolz bin. Einfach alte Kontakte, wo ich niemals gedacht hätte, dass die vielleicht noch Videos von mir schauen oder so. Und das war noch zum Zeitpunkt, wo ich eigentlich noch fast keinen Post gemacht habe, sodass der es eigentlich echt nur über den YouTube-Kanal herausgefunden haben kann. Und das finde ich einfach echt cool, wenn dann so Leute, zu denen du eigentlich ziemlich lange keinen Kontakt hattest, dann tatsächlich dir folgen da. Und also die Resonanz ist irgendwie so zwiegespalten. Ich bin da momentan so ein bisschen... Ich weiß nicht so genau. Ich hatte echt noch nie Hater. Das ist irgendwie eine interessante Situation. Aber ich mache momentan, ehrlich gesagt, YouTube nicht, um da irgendwie groß rauszukommen, sondern ich habe ja meine alten Zuschauer und
ich wurde so oft gefragt, ob ich wieder Videos machen kann und jetzt, wo ich wieder Zeit, naja, Zeit nicht unbedingt, aber wo ich so ein bisschen Zeit habe, wollte ich einfach Videos machen, weil es mir ja auch Spaß macht und es schön ist, wenn man dann nette Kommentare liest und so weiter und da irgendwie interagieren kann und so. Und ja, das ist einfach so die klassischen Kandidaten. Ich würde jetzt bestimmt welche vergessen, wenn ich jetzt welche nennen würde. Ich sag mal, mein treuester Abonnent ist wahrscheinlich Gnarigon. Der ist nämlich echt irgendwie immer da. Aber natürlich auch viele andere. Irgendwie mir fallen jetzt gerade so viele Namen ein, aber ich möchte jetzt gar nicht anfangen, noch weitere Namen zu nennen, weil am Ende vergesse ich welche. Vielleicht kann ich da wirklich mal ein extra Video draus machen. Aber ich finde es immer wieder cool. Und für die mache ich das eigentlich und deswegen juckt mich das gerade mit den Hatern momentan nicht so sehr. Ich wollte es nur mal ansprechen, weil ich es irgendwie krass finde. Ich hatte noch nie Hater und auf einmal sind die irgendwie da massenhaft da. Ich meine, genauso viele Likes wie Dislikes, das ist ja dann keine objektive Meinung mehr. Vor allem kein einziger wirklich kritischer Kommentar. Und ich kann mir auch vorstellen, woher die Dislikes kommen, aber ich möchte da jetzt keine Unterstellung machen. Von daher lasse ich das jetzt erstmal. So, jetzt hat der Arm ungefähr die Größe, die er später haben soll, in etwa. Was ich auf jeden Fall später machen möchte, ist, dass der Kleidung anhat. Also der soll nicht nackt sein, aber ich brauche jetzt erstmal den Körper, damit ich ja weiß, wie die Proportionen sind und so weiter. Und damit das mit der Kleidung gut funktioniert. Ich bin auch nicht so erfahren, was es angeht, irgendwie Menschen zu bauen. Menschen haben viel mehr Detail einfach so an dem Körper als jetzt einen Drache oder so. Einen Drache, da macht man halt Stacheln dran und so weiter, aber das ist alles, da kannst du relativ frei sein in dem, was du tust und es wird den meisten Leuten gefallen. Bei einem Menschen, Kleidung, da ist das viel schwieriger, weil du einfach viel genauer drauf achten musst, was du tust, weil einfach, ich sag mal, die das, um was es geht, ist einfach viel bekannter. Und jetzt fällt mir gerade auf, dass ich auf diesem Server kein Peaceful habe. Game Rule. Wo ist er denn? Hier, do mob spawning false / butcher. Jetzt mal gucken, ob die dann wiederkommen oder ob die jetzt wegbleiben. Naja, okay. So, von unten finde ich, ist der Arm noch nicht so schön, der ist da, ich glaube, das liegt irgendwie daran, dass, also hier mit diesem, hier ist ja eigentlich so ein Ballen, der passt jetzt gerade hier zu dem Rest noch nicht so gut. Nicht. Vielleicht sollte ich mich da jetzt gerade noch nicht so in dem Arm verkünsteln, sondern das dann später machen, wenn ich auch die Kleidung mache. Ich habe übrigens vor, also ihr seht ja hier schon, ich habe vor, schon ein bisschen ab und zu mal Offscreen Sachen zu machen, weil alles Onscreen da, das dauert ja Ewigkeiten dann. So, mal sehen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich jetzt hier an der Stelle vorgehen möchte, um den Körper zu machen. Ich überlege gerade auf jeden Fall, ob der Arm von den Proportionen her jetzt zu dem Rest hier passt. Und was ich jetzt vergessen habe, ich wollte eigentlich für den Körper mir hier so ein Buch nebenher legen, wo man ein bisschen besser sieht. Ich mache mal hier so eine Linie rein. Mittellinie, an der ich mich orientieren kann. Ja, irgendwie. Ja, mal gucken. Irgendwie hatte ich vor, mir hier irgendwie so ein Bild hinzulegen, wo man ein bisschen besser sieht, wie weit geht eigentlich so ein menschlicher Körper so nach hinten hier. Denn ich finde, das ist immer so das Schwerste eigentlich, den Rücken zu bauen, sodass der realistisch aussieht. Das klingt zwar bescheuert, aber es ist halt echt so, dass der Rücken ist ja eigentlich der Teil, den man sonst nicht so sieht. Und genau davon fehlt es mir oft an Vorstellungsvermögen,
wie denn jetzt hier der Rücken von so einem Menschen eigentlich verläuft, vor allem mit den Schultern hier. Ich meine, die Schultern, die gehen ja eigentlich immer so ein bisschen hoch. So. Gucken, also es wird jetzt hier mein nächstes Krebsgeschwür gewissermaßen. Ja. So. Also Krebsgeschwür meine ich natürlich nur als Metapher, weil es halt einfach so ein Ding ist, wo man am Anfang noch nicht identifizieren kann, was es ist und einfach, ja. So. Gucken. Und dann geht der Arm hier so rüber. Ich glaube, ich baue einfach jetzt erstmal den zweiten Arm, da weiß ich nämlich genau, wie das aussehen soll und dann mache ich den Rest in einer anderen Folge. Also weiß ich auch nicht genau, wie der hier aussehen soll, aber ich habe eine bessere Vorstellung davon. Und kann das, glaube ich, etwas besser hier abschätzen. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich jetzt schon wieder baue. Ich habe immer ein bisschen Angst, so kurze Folgen zu machen, aber ich glaube, das ist relativ unwahrscheinlich. Nee. Ich glaube, jetzt dürften es auch bald irgendwann jetzt... Ich denke, 10 Minuten sind es mindestens. Ich vergesse mir jedes Mal eine Uhr hier hinzulegen. So. Tja. Ich dachte eigentlich, ich reite viel länger auf diesem Thema rum mit dem Kanal und mit der Resonanz. Das Komischste finde ich eigentlich die Aufrufe. Bei dem Twitter-Video war es echt so 20 Aufrufe und 2 Likes und plötzlich 200 Aufrufe und irgendwie 12 Dislikes und 13 Likes. Und ich war einfach nur ein bisschen erstaunt, was da jetzt schon wieder los war. Ich nehme an, entweder YouTube buggt richtig hart und deswegen kommen die Views immer erst ein bisschen verspätet. Oder irgendwer hat das Video in einem TS dann oder so rumgesendet. Und daher kommen die jetzt alle. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht so einschätzen. Auf jeden Fall, wenn ein Hater das rumsendet, ist auf jeden Fall ein ganz schöner Fail. Weil eigentlich finde ich das ziemlich cool, 200 Aufrufe. Ich bin damit ziemlich zufrieden, dafür, dass der Kanal jetzt gerade erst gestartet hat. So. Ah, und ich weiß gar nicht, wie das andere Let's Player machen. Das kann ich ja jetzt mal so einwerfen. Und zwar mit dem Mikrofon. Ich versuche hier irgendwie das Mikrofon dicht an meinen Mund zu bringen, dass das eben gut klingt, weil ich habe kein Headset. Und dazu, damit man die Tastatur dann nicht so laut hört, schiebe ich dann die Tastatur so ein bisschen nach hinten und dann verspannt sich jedes Mal mein Nacken. Jedes einzelne Mal, wenn ich das so mache, auch wenn Leute sich dann im TS beschweren über meine laute Tastatur, mache ich das so. Und jedes Mal verspanne ich mich dann mit der Zeit. Ich kann ja jetzt mal die Tastatur so ranholen, wie es für mich bequem wäre. Und ich denke dann, ja, das hört man, das höre selbst ich jetzt schon, dass es lauter ist. Weil mein Mikrofon, das tut ja quasi, das nochmal spiegeln, den Sound. Also ich höre den quasi auf meinen Ohren auch nochmal ein bisschen. Und da höre ich jetzt auch schon die Tastatur deutlich lauter. Das heißt, ihr hört die garantiert jetzt im Video. Und da habe ich irgendwie noch keine Lösung gefunden. Und das jetzt in, ich weiß nicht, wie lange mache ich das jetzt schon? 2 Jahre mit diesem, mit dieser Ausrüstung, die ich jetzt momentan habe, glaube ich. Ist echt seltsam. Vielleicht brauche ich doch mal ein Headset oder sowas. So. Organics sind irgendwie so ein richtiger Mindfuck, weil irgendwie, dann passt hier nicht, dann passt es da nicht, dann fliegt man wieder hier rüber und am Ende heißt es auch, mach dies und das anders und man denkt sich so, ja, stimmt eigentlich. Auch bei dem Wolf, ey, ich kann euch sagen, dann von der Seite dann wieder so gedreht und am Ende sieht es jetzt doch nicht so richtig krass aus wie ein Wolf. Obwohl es eigentlich... Ja, ich mir schon 1000 Bilder rausgesucht habe und ganz lange da an der Schnauze rumgemacht habe. Bei dem Versuch, das halbwegs so hinzukriegen. Vielleicht fange ich dann auch in einer der nächsten Folgen doch einfach mal mit einem Gebäude an. Habe ich nämlich auch schon relativ klare Vorstellung. Aber ich finde, bei Gebäuden kann man sich besser eher blamieren. Bei Organics, da
Ich weiß nicht, das geht irgendwie besser. Also auch um nebenher zu reden. Während gerade bei Gebäuden, da baue ich drauf los und dann lösche ich auch mal wieder das ganze Gebäude einfach, weil es mir nicht gefällt. Und ja. Und ich bin natürlich, was Gebäude angeht, auch ein bisschen aus der Übung, denn was viele von euch nicht wissen, ich habe jetzt wirklich ziemlich lange fast gar keine Gebäude gebaut, sondern wirklich hauptsächlich Organics oder irgendwelche organischen Bauten nehmen. Und es wird auch nochmal eine aufregende Sache mit dem Gebäude, weil ich im Prinzip weiß, worauf ich hinaus will, aber noch nicht weiß, ob ich nach wie vor in der Lage bin, das so gut umzusetzen. Das einzige Gute, was ich jetzt habe, ist, ich nutze jetzt die 1.8. Falsche Taste. Ich kann euch das mal zeigen. Und in der 1.8, ihr kennt es sicher schon, weil ihr auf Servern oder so damit spielt oder selbst baut, aber hier diese Blöcke, die finde ich wahnsinnig faszinierend. Also Seelaterne zum Beispiel. Und auch hier dieser rote Sandstein. Damit kann man wahnsinnig viel machen, gerade im Bereich Organic, aber natürlich auch bei Gebäuden. Und ich denke, das werde ich auf jeden Fall mal dann nutzen. Und ich glaube, ich beende jetzt einfach mal die Folge und überlege mir dann für die nächste Folge noch ein Thema und dann mache ich wieder ein Video. Und ich hoffe, es hat euch soweit gefallen, auch wenn ich diesmal etwas stiller war, vielleicht als in der ersten Folge. Ich musste echt noch so ein bisschen reinkommen wieder. Aber es macht Spaß irgendwie, auch mit Twitter und so weiter. Also wer es nicht mitbekommen hat, ich habe einen Twitter-Account und wenn ihr Twitter habt, dann könnt ihr da mal vorbeischauen. Da teile ich euch eventuell auch mit, wenn ich wieder inaktiv werden sollte, was ich aber nicht hoffe. Und so weiter und so fort. Naja, das wär's dann. Dieser Ellenbogen ist noch richtig crappy hier, aber das wird schon. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Bis dann und tschüss. Ich fliege jetzt auch zu einer schönen Stelle. So. Tschüss, bis bald.